Meine Damen und Herren, danke. Vielen Dank. Nach einer kleinen Pause werden wir jetzt einen weiteren, nein, den Höhepunkt des Abends erleben. Vier Absolventinnen unserer Musikhochschule, die ich für besonders förderungswürdig halte, haben sich zu einem Streichquartett zusammengefunden. Jede von ihnen, und ich sage das nicht ohne Stolz, hat das Talent zu einer Weltkarriere. Freuen Sie sich mit mir auf den zweiten Teil des Abends. Ein Konzert auf dem Land in einem Schloss ist doch ganz was anderes als in der Musikhalle. Na, wie war ich? Das weißt du doch. Großartig wie immer. Wenn ich dich nicht hätte. Du musst dich um deine Schäfchen kümmern. Die brauchen heute doppelt so viel Streicheleinheiten. Bei der Ankündigung? Weltkarriere? Wenn ich sage Weltkarriere, dann meine ich Weltkarriere. Oh, gnädige Frau, Verzeihung. Darf man eintreten, um zu gratulieren? Kommen Sie rein, Herr Graf. Ich muss mich um die Sponsoren kümmern. Durch Ihr Spiel haben Sie unserem alten Gemäuer wieder Glanz gegeben. Wieder das, was es früher einmal hatte, wie in den guten alten Zeiten. Sehr liebenswürdig, Graf. Musik ist ein Luftgeist. Man muss sie einfangen, ihr einen Rahmen geben. Das haben Sie getan. Sie haben uns und der Musik Ihr Schloss zur Verfügung gestellt. Wenn der Abend gelingt, haben wir es nicht mir, sondern Ihnen zu verdanken. Graf Teltow. Na, jetzt übertreiben Sie aber. Wir haben ja alle was davon. Noch zwei Abende von dieser Sorte und wir können wieder ein paar olle Sessel beziehen lassen. Nach so einer Ankündigung kann man ja eigentlich schon gar nicht mehr auftreten, oder? Tja, das ist doch halt wieder typisch für ihn. Unter Weltkarriere macht das wohl nichts. Ich werde ihn dran erinnern. Ihr seid gemein. Er hat so viel für uns getan. Wenn er Weltkarriere sagt, dann meint er das auch so. Meine Damen, kann ich noch etwas für Sie tun? Entschuldigen Sie bitte, wäre es möglich? Kriminalpolizei. Darf ich mal? Der Kronleuchter, oh mein Gott. Die Geigerin ist tot. Alle verlassen den Raum. Keiner fasst was an. Bitte, verlassen Sie alle diesen Raum. Bitte. Ist darüber noch ein Raum? Ja, nur der Dachboden. Das war kein Unfall. Sehen Sie mal, jemand muss den Sperrriegel geöffnet haben. Sonst ist alles heil, nichts gerissen. Hier hat jemand nachgeholfen. Um Gottes Willen, wer sollte denn sowas tun? Ich muss sofort telefonieren. Dass Sie da sind, Chef. Hätte ich mir gleich denken können. Unsere Frau Milbius war wieder die Erste am Tatort. Wie? Darf man fragen, was Sie hier verloren haben? Ich war hier beim Konzert. Guckt mal einer an, beim Konzert. Seit wann gehen denn ausgerechnet Sie in Konzerte? Na, jetzt reicht's aber. Ich frage Sie hier auch nicht, warum ausgerechnet Sie zum Italiener gehen. Ich? Wieso? Wie kommen Sie denn darauf? Ihre Krawatte. Tomatensauce Bolognese. Ja. Zum Osnabrücker bin ich nicht mehr gekommen. Das habe ich Ihnen zu verdanken, Frau Möbius, nicht?
Sie haben doch im Präsidium angerufen, oder? Ja, habe ich. Chef, ich bin ziemlich sicher, dass das hier kein Unfall war. So, meins. Darüber sprechen wir noch. Paul, Ihre Krawatte. Aber Chef... Ich sagte Ihre Krawatte. Chef, wie komme ich dazu? Weil es ein dienstlicher Befehl ist, Paul. Ich kann in diesem fürstlichen Ambiente doch keine Vernehmungen führen, mit einem Schlabberlatz um den Hals, auf dem Sohns Bolognese klebt. Wie sieht denn das aus? Wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen, Paul. Merken Sie sich das. Und Sie nehmen gefälligst diese albernen Dinger ab. Bitte was? Sie sollen diese albernen Dinger absetzen. Wie er sagt es? Der Chef. Ich mach das nicht zum Spaß, Chef. Seitdem ich diese Meditationsklänge höre, geht es mir entschieden besser. Da sehen Sie mal, mein Ausschlag weg und mein Puls vollkommen normal. Knappe 70, manchmal hart an die 60, schon fast zu langsam. Früher, da hatte ich vor einer Besprechung mit Ihnen so an die 120 und noch mehr. Also, Chef, Sie sollten das auch mal probieren, so wie Sie sich immer aufregen. Wenn ich Sie noch einmal mit diesen Dingern über den Ohren erwische, garantiere ich Ihnen 150 und darüber. So, an die Arbeit. Auf. Ich habe alles gesehen, Herr Strobel. Ja, Sie sind ja auch da. Ich stehe Ihnen als Zeugin zur Verfügung. Ich werde auf Ihr Angebot zurückkommen. Paul, Schubert, Sie bringen die Zeugen in einen separaten Raum. Schon geschehen, Chef. Gut. Also nehmen Sie die Personalien der Zeugen auf, Paul. Und nehmen Sie Frau Möbers mit. Vielleicht sollte ich Ihnen vorher aber noch den Dachboden zeigen, wo der Kronleuchter aufgehängt war. Sagen Sie bloß, da waren Sie auch schon, Frau Möbius. Sonst hätte ich doch nicht angerufen, Chef. Hier unten sieht alles nur wie ein schlimmer Unfall aus, aber sehen Sie sich den Flaschenzug da oben mal ein bisschen genauer an. Sie gehen jetzt mit Pol zu den Zeugen und rühren Sie nicht von der Stelle. Haben Sie mich verstanden? Die gnädige Frau wird vielleicht so nett sein, Ihre Tochter Gesellschaft leisten. Was telefonieren Sie denn so lange? Nehmen Sie Frau Möbius mit und Sie warten da gefälligst, bis ich Sie vernommen habe. Sie wollen mich vernehmen? Wieso das denn? Bis Sie ein Geständnis ablegen. Ich habe da so meine Methoden. Erika! Oh, Verzeihung. Ist in Ordnung, macht nichts. Wir sind heute alle etwas nervös. Gestatten Sie, Telto, ich bin der Hausherr, sozusagen der Gastgeber dieses traurigen Abends. Das ist meine Frau. Strobel. Das ist Herr Schubert. Kriminalhauptmeister Schubert. Die Kommissarin hat uns gebeten, hier auf Sie zu warten. Was denn für eine Kommissarin? Ihre Frau Möbius. Oh, reden Sie sich nicht auf, Chef. Immer aus der Mitte raus. Hier stehen alle etwas unter Schock. Es ist entsetzlich. Ich mache immer solche Vorwürfe. Ja, was soll man machen? Höhere Gewalt im wahrsten Sinne des Wortes. Das war keine höhere Gewalt, Graf Telto. Ich fürchte... Sie meinen, jemand hat? Ja, jemand hat. Es sieht so aus, als wäre das kein Unfall. Sondern Mord. Was sagen Sie da? Dr. Dochnal. Waren Sie auch im Konzert? Hier gab es doch nicht etwa Freikarten für uns, oder? Sehr witzig, Strobel. Ich wollte mir auch mal einen Tatort ansehen. Und? Hat es Ihnen gefallen? Nicht sehr. Aber wegen der Chaostage plus Fußball-Länderspiel Deutschland-Holland sind alle Polizeiärzte in Bereitschaft. Ein Engpass, da hat es selbst mich erwischt. Das Opfer muss übrigens sofort tot gewesen sein. Und wer ist der da? Hat er was abgekriegt? Professor Magnus Herrlich, der bekannte Pianist, hat heute Abend hier gespielt. Lehrer und Förderer des Opfers. Und wo war er, als es passierte? Angeblich oben in seiner Garderobe. Das ist ja interessant. Dann vernehme ich ihn als Ersten. Das wird kaum gehen. Ich muss dir meine Beruhigungsspritze geben. Der ist für heute Abend erstmal aus dem Verkehr. Ich werde meinen Mann jetzt nach Hause bringen. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an, ja? Bereit für Leistung, Dochnal. Zum ersten Mal am Tatort und gleich den Hauptverdächtigen vernehmungsunfähig spritzen. Sie bleiben also bei der Aussage, dass Sie Ihrer Tochter den ganzen Abend nicht von der Seite gewichen sind. So ist es. Ah. Und was mit dem Dachboden? Waren Sie da auch mit? Nein. Wieso? Aber Sie sagten doch, dass Sie den ganzen Abend nicht von Ihrer Seite gewichen sind. Sie verwickeln sich in Widersprüche, Frau Müller-Graf. Kleditsch, Müller-Graf Kleditsch. Ja, genau. Wo waren wir stehen geblieben? Bei den Widersprüchen in den Aussagen über die Tatverdächtige Möbius. Na, hören Sie mal zu, meine Tochter ist doch keine Tatverdächtige. Jeder, gnädige Frau, jeder ist ja ein Tatverdächtiger. Wir ermitteln ohne Ansehen der Person. Also, nochmal von vorne. Wo war Ihre Tochter zum Zeitpunkt des Unglücks?
Im Wintergarten, neben dem großen Saal. Wir haben ein Glas Sekt getrunken und uns über gut angezogene Männer unterhalten, zu denen Sie, wenn ich mal was ganz Persönliches sagen darf, Herr Strobel, heute Abend nicht gehören. Ihre Krawatte passt doch überhaupt nicht zu Ihrem Sakko. Herr Hansespohl, nächstes Mal bitte ich um mehr Sorgfalt bei der Auswahl Ihrer Krawatte. Sieht da gräsig aus. Führen Sie die Dame hinaus. Vielen Dank, Frau Müller-Graf-Kleditsch. Sie können jetzt gehen. Wohl, schicken Sie mir den Grafen. Sagen Sie mal, ist Ihr Chef verrückt geworden, meine Tochter zu verdächtigen? Machen Sie sich keine Sorgen. Der wollte doch nur wissen, was Ihre Tochter schon weiß. Hat er das nötig, ein Mann in seiner Position? Ich fürchte, ja. Bei der Tochter. Der Chef erwartet Sie in der Bibliothek. Vielleicht nimmst du dir schon mal ein Taxi, Mutti. Bei mir dauert es bestimmt länger. Unsinn, ich kann dich hier nicht alleine lassen. Weißt du, dass man dich verdächtigt? Ach. Jeder denkt, dass ich schlafe. Dabei bin ich hellwach und voll konzentriert, wie der Zen-Meister beim Bogenschießen. Wollen Sie mal hören? Ich höre dauernd nur Männer, die Om sagen. Der Gesang tibetanischer Mönche. Schreien Sie mich an, Frau Möbius. Na, beleidigen Sie mich. Schlagen Sie mich, sagen Sie mir, was Sie mir immer schon mal sagen wollten. Ich lächle, es prallt von mir ab. Paul, wo bleiben Sie? Mit wem telefonieren Sie denn die ganze Zeit? Ich habe versucht, meine Freundin zu erreichen, aber da ist dauernd besetzt. Wir waren heute Abend verabredet. Daran muss sie sich gewöhnen. Räuber und Gendarm, Paul. Die einen halten sich nicht an geregelte Arbeitszeiten, wie sollen es da die anderen können? Bringen Sie das morgen bei, Paul. Ich brauche Sie jetzt fürs Protokoll. Kann das nicht Frau Möbius schreiben, wo sie schon mal hier ist? Eine Tatverdächtige im Protokoll schreiben lassen? Paul, wo denken Sie hin? Aber Chef. Wir hatten Deibel tun, die Möbius das Protokoll schreiben zu lassen. Die hat heute schon genug Schaden angerichtet. Kommen Sie. Das mit Ihrer Freundin, das regeln wir schon. Niemand verlässt den Raum. Sagen Sie nur, was ich machen soll, Chef. Kein Problem. Der Tod Ihrer Kollegin scheint Ihren Mentor ja sehr mitgenommen zu haben. Kein Wunder. Hatten die beiden eine besonders enge Beziehung? Das kann man wohl sagen. Wie meinen Sie das? Na, wie wohl? Verstehe. Sie war seine Freundin. Die Geliebte? Und Frau Herrlich, hat sie es gewusst? Fragen Sie sie doch selber. Na ja, wenn man die Herrlich so erlebt, wie sie sich um ihn kümmert, die sehen aus wie ein glückliches Ehepaar. Glückliches Ehepaar? Dass ich nicht lache. Zwischen denen läuft doch schon lange nichts mehr. Er geht seine eigenen Wege. Und Frau Herrlich wusste von all dem nichts? Ich glaube nicht. Und selbst wenn. Zwischen ihm und seiner Frau läuft doch was ganz anderes. Er ist der große Guru, das Genie, das man nicht mit bürgerlichen Maßstäben messen kann. Und sie ist dafür seine Krankenschwester und sein Kindermädchen und sein Chauffeur und seine Mami und sein Schuhabtreter. Und was sind Sie? Dreimal dürfen Sie raten. Sie meinen, Sie und... Richtig. Alle, jede von uns hat ihre Erfahrung mit dem Meister. Vergiss das Länderspiel nicht. Danach gab es noch eine Steigerung von Chaos, wenn es das überhaupt gibt. Und da habe ich das Meister abgekriegt. Boah, pass doch auf. Dr. Dochnert hat doch Bagatellverletzungen gesagt. Die allenfalls kleine kosmetische Beeinträchtigungen hinterlassen dürften. Ich habe es genau gehört. Ich habe dich auch mit ein, zwei kleinen Narben lieb. Wo war eigentlich dein Vater gestern Abend? Der hatte doch bestimmt auch Einsatz. Eugen? Der hat selbst Chaos angerichtet, ist wie irre rumgelaufen und hat einen Hydranten gesucht, um seinen Wasserwerfer anzuschließen. Als er den endlich dran hatte, war alles vorbei. Die absolute Lachnummer. Ich kann darüber nicht lachen. Eugen hätte seine zwei linken Hände lieber benutzen sollen, um seinen Sohn vor Schlägen zu schützen. Vergiss es. Dann sehen wir jetzt beide so aus. Da seid ihr ja. Unten hieß es, Holgers hier oben hieß es, ihr seid unten in der Pathologie. Ich musste deinen Sohn, den du ungerührt in Lebensgefahr... Wer wollte denn, dass er zur Polizei geht? Von einem Fachmann untersuchen lassen. Und Dr. Dochnal? Adelheid Holger ist doch keine Leiche. Er ist zwar quicklebendig und simuliert, was aber nichts daran ändert, dass er einen Feigling zum Vater hat. Wer behauptet das? Eine Frechheit ist das, eine Gemeinheit. Mordkommission Apparat Möbius? Ach Sie, Dr. Dochnal. Ist Ihnen noch was eingefallen wegen der Narben? Narben? Was für Narben? Das muss ich sofort dem Chef sagen. Vielen Dank, Dr. Dochnal. Das reinste Wespennest, in das wir da gestochen haben, Frau Möbius. Sodom und Gomorra. Professor Herrlich hatte, wenn ich das richtig sehe, nacheinander ein Verhältnis mit der zweiten Geige, der Bratsche, dem Cello, um dann wieder, drei Tonlagen hinauf,
mit der ersten Geige rum zu, Was er besonders gründlich getan haben muss. Dr. Dochnall hat soeben angerufen. Die erste Geige war schwanger, im dritten Monat. Von Herrlich? Sieht ganz so aus. Was finden Frauen bloß an Klavierspielern, Frau Möbius? Was haben die, was wir nicht haben? Das müssen Sie meine Mutter fragen, die war auch ganz hin und weg. Ich hätte den Klavierunterricht doch nicht überschwänzen sollen. Noch ist es nicht zu spät, Chef. Heute machen Senioren ihren Doktor, segeln um die Welt und bringen sonst was für Leistungen. Warum sollten nicht auch Sie noch Pianist werden? Gestern noch ein Mann in den besten Jahren. Zählt man heute schon zu den Senioren. So. Da, gucke mal. Möbius Junior und Möbius Senior. Alte und Jung nebeneinander. Spielt einer von Ihnen Klavier? Adelheid, den Feigling nimmst du zurück. Wüsste nicht, wieso. Dann sind wir ab heute geschiedene Leute. Das sind wir schon länger, Eugen, wenn ich dich erinnern darf. Familienzwist erst nach Feierabend und in eigenen vier Wänden, wenn ich bitten darf. Komm, Eugen, wir sind unerwünscht. Das nimmst du zurück. Erst, wenn du mir das Gegenteil beweist. Das werde ich. Wart's ab. Ich warte keine Sekunde mehr. Paul, Schubert! Kollege Pohl kommt heute später. Hat er Urlaub? Muss er zum Zahnarzt? Oder fängt jetzt auch schon an wie Schubert? Sie selbst haben angeordnet, dass Pohl seiner Freundin Blumen besorgt, ein ausgiebiges Frühstück ans Bett bringt und sich mit ihr versöhnt. Aber was habe ich das? Und woher wissen Sie davon, Frau Möbius? Weil Kollege Pohl es mir gesagt hat. Er war ganz verwundert, dass ausgerechnet Sie ihm erzählen, wie man eine Frau versöhnt, die man versetzt hat, wo Sie doch rein gar nichts haben, was Sie versetzen können, meinte Kollege Pohl. Meine Legitimation? Sie meint Ihren Dienstausweis, Schubert. Halten Sie sie Richtung Videokamera, damit ich was sehe. Auf die Entfernung nicht zu entziffern. Da müssen Sie schon etwas näher kommen. Ja, wie denn? Sagen Sie dem Haus Drachen, wenn dieses Tor nicht binnen Sekunden aufspringt, kommen wir mit der GSG 9 wieder. Ob sie meint, vor ihrem Arbeitgeber verantworten zu können, wenn hier in Kürze statt eines schmiedeeisernen Tores der Krater einer gewaltigen Sprengladung geht. Ich habe eine bessere Idee, Chef. Sie machen Räuberleiter, heben mich hoch und ich halte meinen Ausweis vor die Linse. Ha, umgekehrt wird ein Schuh draus, Schubert. Sie heben mich hoch. Aber Chef, ich... Alles nur eine Frage des Willens. Entweder sind Sie total übergeschnappt, Schubert, oder Sie spekulieren darauf, sich zu verheben, um sich anschließend krank zu melden. Lassen Sie das ja nicht meinen Mann sehen. Der ist sehr eigen mit seiner Plattensammlung. Setzen Sie sich, meine Herren. Magnus kommt gleich. Die Beruhigungsspritze hat uns eben vorgehalten. Was kann ich für Sie tun? Ja, wir hatten ja gestern keine Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Was möchten Sie wissen? Also zunächst einmal, um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Wo waren Sie, als es passiert ist? Ich war auf dem Weg zu unseren Sponsoren und suchte sie in der Pause vor dem Haus. Ich kümmere mich um die finanziellen und organisatorischen Dinge, damit Magnus sich ganz unbelastet seiner Kunst widmen kann. Sie müssen entschuldigen, meine Herren. Aber der gestrige Abend hat mich doch sehr mitgenommen. Die junge Frau war die Lieblingsschülerin meines Mannes. Furchtbar, furchtbar. Tragisch, dieser Unfall. Es war kein Unfall, gnädige Frau. Ich erinnere mich von Ferne, diesen Unsinn schon gestern gehört zu haben. Danke, Frau Schuster, ich mach das schon. Alle waren versammelt, um ein Konzert zu genießen. Das Publikum, die gräflichen Gastgeber, die Musiker einschließlich meiner Wenigkeit. Zucker oder Kandis? Milch oder Sahne, Herr Hauptkommissar? Schwarz. Danke. Wer von diesen Personen sollte sich das musikalische Vergnügen selbst verderben wollen? Wie möchten Sie Ihren Tee, Herr? Schubert, mit einem großen Kandis und 2 Löffeln Sahne, bitte. Und wer von diesen Personen ist mit den Räumlichkeiten überhaupt zu vertrauen? Die Telkovs und ihr Personal. Aber die wiederum haben die arme Monika gestern das erste Mal gesehen. Und vor allem haben sie ein Interesse an einem reibungslosen Ablauf des Abends, damit wir wiederkommen und sie noch ein paar Sessel mehr neu beziehen können. Die Telkovs stellen ihr Haus nämlich nicht aus Liebe zur Musik zur Verfügung, sondern um ihre finanzielle Situation aufzubessern. Haben wir es jetzt bald?
Ich bin durchaus in der Lage, Ihnen problemlos zu folgen, Herr. Entschuldigung, aber das letzte bezog sich auf meine Frau und ihre Teezeremonie. Köstlich, gnädige Frau. Da lasse ich sogar meinen Yogi-Tee für stehen und das will wirklich was heißen. Danke. Darf ich mich in Ihre Überlegungen einmischen? Sie dürfen, gnädige Frau, Sie dürfen. Vielleicht sollte die arme Monika gar nicht das Opfer sein. Aha. Sondern? Soweit ich es mitbekommen habe, waren die junge Frau und der Graf ungefähr einen halben Meter voneinander entfernt, als es passierte. Richtig. Könnte es nicht sein, dass jemand den Grafen treffen wollte? Oder? Das könnte sein. Das ist nicht von der Hand zu weisen, nicht wahr, Schubert? Ja, ja, schon möglich. Ach was, Papa der Papp. Ich glaube den ganzen Unsinn sowieso nicht. Wer soll was gegen den Grafen haben? Und warum? Das herauszufinden ist ja unsere Aufgabe. Richtig, Kollege Schubert. Und deshalb wollen wir auch die Gastfreundschaft der gnädigen Frau nicht länger in Anspruch nehmen. Heißt das, Sie sind ja fertig? Exakt. Chef, Sie haben weder Sie noch ihn mit der Schwangerschaft der ersten Geige konfrontiert. War das Absicht? Ich dachte, wir sind extra deswegen hierher gekommen. Den Kerl lasse ich ins Präsidium kommen. Noch heute Nachmittag. Man muss flexibel sein, Schubert. Auf neue Erkenntnisse sofort reagieren. Sie meinen die Erkenntnisse von Frau Herrlich? Was für eine Frau, Schubert. Hochintelligent, ganz große Klasse. Perfekte Gastgeberin. Und dabei so bescheiden und zurückhaltend. Tut alles für dieses selbsternannte Genie, diesen Tastenquäler, diesen Klimper-Heini. Der hat sich jedenfalls mehr zusammengeklimpert, als wir beide je verdienen werden, Chef. Statt täglich auf Knien für dieses Geschenk des Himmels zu danken, betrügt er sie nach Strich und Faden. Hat sie das verdient, frage ich Sie. Pol da. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, ist dann was gelöscht? Hallo, Chef. Vielen Dank, dass Sie ihm freigegeben haben. Das war wirklich ganz lieb von Ihnen. Ja, so bin ich nun mal. Ich habe heute Morgen im Bett zu ihm gesagt, Dieter, mir beide würde uns viel weniger streiten, wenn ich mehr über deine Arbeit wüsste. Über die Kollege und den Chef, über den du dich immer so... Und da habe ich zu ihr gesagt, kein Problem, komm da einfach mal mit und ich zeig dir alles. Ist doch in Ordnung, Chef, oder? Naja, wenn das Schule macht und jeder soll... Sollte aber Schule machen, lieber Strobel, sollte aber. Entschuldigen Sie meine kleine Lauschaktion, ich stand gerade nebenan bei Frau Möbius. Kriminaldirektor Herr Dr. Heimeran, meine Freundin. Sehr erfreut. Willkommen in der Mordkommission. Ich finde es ganz fabelhaft, dass Sie sich für den Arbeitsplatz Ihres Lebenspartners interessieren. Wirklich fabelhaft. Denn die Spezialisierung der Arbeitswelt, so notwendig sie auf der einen Seite ist, vor allem in der Mordkommission, führt doch auf der anderen Seite zur Isolation. Und es wird immer schwieriger, systemübergreifend miteinander zu kommunizieren, die Arbeitswelt menschlicher zu machen. Frau Möbius, kneifen Sie mich mal. Nicht nötig, Sie träumen nicht. Erklären Sie es mir, Frau Möbius, bitte. Ich hab's von Frau Wendland. Die Seminar ist schuld. Management bei Dingsbums. Von wegen menschlicher Arbeitswelt und so weiter. Ein Musterbeispiel. Nicht irgendwo da oben die Führungskraft und da unten das Fußvolk. Nein, Abbau von Hierarchien, direkte Kommunikation, Verantwortung auf allen Ebenen. Was zählt, ist die Qualität des Produktes bzw. der Dienstleistung, also das, was hinten herauskommt. Was man schon rein optisch an den verschiedenen Arbeitsplätzen erkennen kann. Sie erlauben doch, lieber Strobel. Nicht hier das billige Pressspanmobiliar und dort die edle lederbezogene Garnitur. Nein, ergonomische Funktionalität hüben wie drüben. Die gucken in meine Schubladen. Wo bleibt Kollege Pohl? Ich stehe mir die Füße in den Bauch. Schubert, aus der Mitte raus. Also bei dem müsste mal richtig sauber gemacht werden. Der bunkert ja den Abfall von 10 Jahren. Kreatives Chaos, das soll man niemand bevormunden. Die einen ordnen Bleistifte der Größe nach, bringen keine Leistung. Die anderen ersticken fast in unerledigten Akten, lösen jeden Fall. Nicht wahr, Strobel? Herr Schubert, wie geht es Ihnen? Blendend, seitdem ich zu meiner inneren Ruhe... Prima, es freut mich zu hören. Ich darf mich dann verabschieden, bin gleich mit meiner Sekretärin zum wöchentlichen Quality Circle verabredet. Was machen die? Jeder bringt aus seiner Sicht Verbesserungsvorschläge für den Arbeitsablauf, um die Qualität des Endprodukts zu optimieren. Aber
Waren Sie auch auf diesem Seminar? Nein, aber sowas weiß man doch, wenn man sich halbwegs informiert. Über die Medien und so. Schubert, greifen Sie sich diesen Schlaumeier. Und schaffen Sie mir die gräflichen Herrschaften heran. Ich will heute noch einen Quality Circle mit Graf und Gräfin abhalten, als dessen Endprodukt ich entweder ein hieb- und stichfestes Alibi oder ein umfassendes Geständnis erwarte. Also, auf! Also, tschüss dann. Halt, nimm mich mit! Chef, ist Ihnen auch die Idee gekommen, dass der Graf gemeint war? Frau Möbius, ich warne Sie. Im Grunde ganz klar. Man braucht sich nur zwei Fragen zu stellen. Erstens, wer kennt Zugang und Handhabung des Kronleuchters? Und zweitens, wer aus diesem Personenkreis könnte was gegen die erste Geige haben? Antwort, keiner. Schlussfolgerung, die erste Geige wurde getroffen, weil das eigentliche Opfer knapp verfehlt wurde. Der Graf. Können Sie neuerdings Gedanken lesen, Frau Möbius? Eigenes Nachdenken reicht mir. Fantastisch. Eine Sekretärin, die nachdenkt. Ich bin ein Glückspilz. Wenn Sie vor lauter Nachdenken das Kaffeekochen nicht verlernt haben, wäre mein Glück kaum noch auszuhalten. Ganz anderes Betriebsklima hier, nicht? Seit der wundersamen Wandlung unseres geschätzten Dr. Heimeran. Finden Sie nicht auch, Frau Möbius? Wenn mein Mann das eigentliche Opfer sein sollte, dann müssen Sie mich ja ins Kreuzverhör nehmen. Aha. Und warum denn, gnädige Frau? Weil ich die Hauptverdächtige bin. Entschuldigen Sie, Chef, ich muss eben wechseln. Das Band ist schon wieder voll. Der Chef soll knappere Fragen stellen. Ich will ja nicht stören, aber dauert das noch länger. Seid ihr noch bei deiner Studienzeit, Lucy, oder schon bei deinem Amerika-Trip 68-69? Entschuldigen Sie bitte einen Moment. Kürzt das ein bisschen. Ich habe einen Mordspruder. Jeder denkt, ich schlafe. Dabei bin ich hellwach und voll konzentriert, wie der Zen-Meister, der seine Bonsais beschneidet. Was Sie beschneiden werden, Schubert, wird der Rasen in den städtischen Grünanlagen sein, den Sie mittels einer Nagelschere auf Länge bringen dürfen, wenn ich Sie nochmal mit diesen Dingern am Ohr erwische. Haben wir uns verstanden, Schubert? Sie sollten den Zeugen Graf Telte im Auge behalten, sonst nichts. Darf ich mal Ihren Walkman sehen? Haben Sie irgendwo eine Kassette, Frau Möbius? Was machen Sie da? Kassetten sind alle, hätte ich Ihnen gleich sagen können. Wird hiermit beschlagnahmt, bis der Fall gelöst ist. Schubert, Wo ist der Graf? Der fragt bestimmt gerade Ihre Sekretärin, ob sie nicht ein paar Leberwurstbrote machen kann. Die sind sein Schönstes. Schubert, gehen Sie in die Kantine, versuchen Sie, was Essbares aufzutreiben. Aber etwas, was man unseren Gästen auch anbieten kann. Polen. Sie leisten unserem Grafen Gesellschaft. Frau Möbius. Ja, Chef? Sie übernehmen das Protokoll. Ich muss tippen, sonst komme ich nicht nach. Später, Frau Möbius, später. So, gnädige Frau, wir werden wieder soweit. Wenn Sie jetzt bitte näher erläutern wollen, wieso Ihrer Meinung nach nur Sie als Täterin in Frage kommen? Sein vorzeitiges Ableben wäre die einzige Möglichkeit, unseren endgültigen Ruin aufzuhalten. Chef, wenn ich mal unterbrechen darf. Frau Möbius. Eine Zeugin, die sich so bereitwillig selbst belastet, ist mir in meinem ganzen Berufsleben noch nicht vorgekommen. Jetzt fehlt nur noch ihr Geständnis. Was für ein Geständnis? Ja, bei der Polizei. Und meine Frau redet sich gerade um Kopf und Kragen. Können Sie kommen? Heute ist schlecht. Wozu sind Sie mein Anwalt? Was ist jetzt? Sie sind mein Anwalt gewesen. Sie können es bezeugen. Ich habe versucht, ihr zu helfen, nur falls sie sich hinterher beschwert. Nett haben wir es hier. Die scheinen sich ja blenden zu amüsieren. Oh, ist das komisch. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich es war. Delto, komm mal rüber. Das ist ja saukomisch. Chef, ich fürchte, um es mal in der Sprache meines Sohnes auszudrücken, die Gräfin will uns verarschen. Entschuldigen Sie bitte. Das würde ich mich doch nie trauen, Sie zu verarschen. Naja, Sie wissen schon. Weil Sie mich gefragt haben, habe ich Ihnen die Wahrheit erzählt. Aber meinen Mann deswegen gleich umbringen, ich bitte Sie, das würde ich doch nie machen. Er ist trotz allem der entzückendste Mann, den ich kenne. Haben Sie ein Alibi für die Tatzeit? Ich war doch bei Erika in der Küche, als das Ding runterkam. Und, kann sie das bezeugen? Ja, natürlich. Rufen Sie an. Das werden wir. Ich wollte nur sagen, Professor Herrlich ist jetzt da. Soll warten. Vorher brauche ich noch einen Kaffee. Frau Möbius, bitte tun Sie was für mich. Guten Tag, Herr Professor. Tag.
Der Chef ist gleich für Sie da. Das will ich hoffen, meine Zeit ist begrenzt. Warum hat er mich nicht heute Vormittag gefragt, was er noch wissen will? Da hat er doch die Gelegenheit. Vielleicht hat er neue Erkenntnisse. Was für Erkenntnisse? Dass ich das Opfer sein sollte. Die Idee kam heute Morgen von uns. Danke, sehr nett. Wie war doch gleich noch mal Ihre Telefonnummer, Graf? Wen wollen Sie denn anrufen? Wir sind ja hier. Erika, Ihre Köchin. Wie heißt sie denn mit Nachbarn? Erika? Weiß ich nicht. Sie heißt Erika. Gutsverwaltung? Ja, bitte? Möbius Mordkommission. Ja, ist was nicht in Ordnung? Alles in Ordnung. Ich habe nur noch eine kleine Frage. Sie waren doch in der Küche, als es passierte. Ja. Und? War noch jemand bei Ihnen? Ja, die Gräfin. Warum? Würden Sie das auch beeilen? Ja, natürlich, sicher. Danke, Erika. Frau Möbius? Ja, Erika? Komisch, warum sagt sie nichts mehr? Machen Sie sich nichts daraus. Erika ist schon ein bisschen tütelig. Legt öfter mal den Hörer nebendran, dann ist es tagelang bei uns besetzt. Sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Personal zu kriegen ist ja auch nicht ganz einfach heutzutage. Wie? Als ich die Klitsche vor 10 Jahren geerbt habe, habe ich Erika gleich mitgeerbt. Sie gehört zum Inventar. Ah, da sind Sie ja. Ich habe noch ein paar Fragen, wenn Sie bitte reinkommen wollen. Sehen wir uns nachher noch. Es dauert nicht lange. Oder? Frau Möbius, kommen Sie dann zum Protokoll? Wahrscheinlich hat die Gräfin ein Alibi. Sie hat eines. Ich habe angerufen. Jedenfalls ist diese Theorie immer noch intelligenter als alles, was Sie sonst noch an Verdächtigungen aushecken. Zum Beispiel, was meine Person betrifft. Wie steht es denn mit Ihrem Alibi? Haben Sie eines? Na? Ich war in meiner Garderobe. Allein? Ja, natürlich. Wieso auch nicht? Kurz nachdem der Graf mich beglückwünscht hat, er nannte die Worte glanz und festlich, also kurz danach, nachdem er wieder gegangen ist, ist das Unglück geschehen. Der Mord, Herr Professor. Meinetwegen. Ich nehme an, dass Sie nicht wissen, was es heißt, ein Klavierkonzert zu geben. Weniger robuste Naturen als ich nehmen dabei bis zu 3 Kilo ab und brauchen Tage, bis sie sich erholt haben. Oh, ganz so schlimm kann es ja wohl nicht sein. Sie haben ja immer noch Zeit gefunden für den Vermögens, wie heißt das offiziell? Außerehelicher Geschlechtsverkehr. Was erlauben Sie sich? Ich erlaube mir sowas nicht, ich bin geschieden. Sie können sich wieder hinsetzen, Professor. Ich habe hier 3 Zeugenaussagen, die übereinstimmend feststellen, sie hat in allen Fällen ihre Position ausgenutzt und Frau Möbius, sagen Sie es ihm. Mit Abhängigen den Geschlechtsverkehr gesucht. Jetzt reicht's aber, Chef. Tut mir leid, so heißt es offiziell. Ich weiß auch, dass es kein schönes Wort ist, aber ich kann nichts dafür. Wer sagt, dass ich... Die jungen Damen des Streichquartetts, das durch Fremdeinwirkung ja leider nur noch ein Terzett ist. Oder sagt man Trio? Streich der Z klingt irgendwie bescheuert. Finden Sie nicht auch, Frau Möbius? Ja, schon, aber Streichtrio, was soll ich denn nur protokollieren? Schreiben Sie, was Sie wollen. Also, Herr Professor, was sagen Sie dazu? Nichts. Nichts ohne meine Anwälte. Also, stimmt's. Wir haben noch was für Sie. Das Mordopfer war schwanger. Von Ihnen? Wollen Sie sie erpressen? Oder vielleicht sogar die Scheidung? Wusste Ihre Frau davon? Nein. Und Sie werden sich unterstehen. Ist das schon gut? Machen wir nicht. Aber nicht Ihretwegen. Darf ich jetzt gehen? Meinetwegen. Aber verlassen Sie sich drauf. Wir sprechen uns noch. Vom Ausklinken des Kronleuchters bis zum Aufprall dauert das fast 2 Sekunden. 21, 22. In dieser Zeit ist der Graf weg und sie auf die Stelle zugelaufen, an der sie dann getroffen wurde. Das kann man doch vorher nicht berechnen, oder? Der Graf war gemeint, glauben Sie mir. Hören Sie auf, Frau Möbius, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Bisher hatten wir keinen Mörder. Das ist normal, das haben wir öfter. Aber jetzt haben wir nicht mehr ein Opfer. Chef, ich glaube, jetzt wird's wirklich kompliziert. Gleich vorweg, ich habe schlechte Laune. Es gibt aber Fischstäbchen. Ich bin keine 5 Jahre mehr, Mutti, wo das Lieblingsessen alles wieder gut macht.
Das zieht schon wieder auf mich. Ja, Eugen, und zwar mehr, als du dir denken kannst. Siehst du? Auch wenn du keine 5 mehr bist, Adelheid, muss ich dir von Mutter zu Tochter etwas sagen. Diesmal gehst du zu weit, was Eugen anbetrifft. Keine Frau mehr abkriegen und so ein Unsinn. Mein Enkel sieht mit Pflaster noch besser aus als die meisten jungen Männer, die ich kenne. Da hörst du's. Ich höre nur eins. Warum sagst du wieder Eugen zu ihm? Seit Herr Möbius mir sein Leid geklagt und frühere Fehler offen eingestanden hat. Danke, Mutti. Sag nicht Mutti zu ihr. Ist schon in Ordnung, Eugen. Warum bist du denn so grätzig, Adelheid? Ach, Mutti, Ärger im Büro. Strobel? Ach, nicht Strobel. Einen anderen Grund zum Ärgern gibt's doch gar nicht. Erst dachten wir kein Unfall, sondern Mord. Dann dachten wir, der Mörder hat aus Versehen die erste Geige statt den Grafen getroffen. Und gerade eben gucke ich aus dem Fenster und stelle fest, dass der Mörder auch aus Versehen den Grafen statt Herrlich getroffen haben könnte. Denn Graf Täte und Magnus Herrlich sehen sich von senkrecht oben absolut ähnlich. Wegen der Glatze und den Haaren. Ach, du meinst durch das Loch in der Decke? Da kann der Mörder oder die Mörderin den Grafen mit Herrlich verwechselt haben? Mhm. Ausgeschlossen, das geht gar nicht. Herrlich trug bei seinem Konzert eine weiße Nelke im Knopfloch. Das kann doch der Mörder nicht übersehen haben. Du meinst, die Nelke hätte man von oben sehen müssen? Ja, ich denke schon. Chef, meine Mutter hat mich da auf was gebracht. Ermittelt die jetzt auch? Frau Möbius, ich gestehe unumwunden, ich blicke nicht mehr durch. Und ich habe, motiviert durch Herrn Dr. Heimerans neue Ideen und trotz oder gerade wegen meiner Führungsposition, die menschliche Größe es zuzugeben, ich blicke nicht mehr durch. Wobei es mir langsam auch egal ist, wer das Opfer sein sollte. Hauptsache, wir haben den Mörder bald. Nur die Ruhe, Chef. Opfer und Mörder stehen natürlich in einem gewissen Zusammenhang. Deshalb... Machen wir es kurz, Frau Möbius. Was schlagen Sie vor? Lokaltermin. Lokaltermin? Schubert! Paul! Hör mal, warum hast du mir das nicht gesagt? Das Ding ist schon um 14.23 Uhr geschickt worden. Hörst du mir überhaupt zu? Unglaublich. Schon wieder diese Nervensägen von der Polizei. Diesmal ein Lokaltermin beim Grafen. Erscheint unbedingt erforderlich. Für wen halten die sich eigentlich? Sie werden ihre Gründer. Das Mädchen war schwanger. Ja, und? Irgendwann muss Schluss damit sein. Ich war seit Tagen nicht mehr am Klavier. Sie war schwanger von dir. Hörst du, von dir? Wer sagt das? Sie war es. Hat etwa die Polizei hier angerufen? Einer von diesen beiden Volltrotteln? Hörst du etwa meine Gespräche mit? Sie war schwanger von dir. Ich hätte mich nicht gedrückt, wenn du das meinst. Also ich hätte schon gezahlt. Für das Kind. Sie war schwanger von dir. Jetzt verstehe ich. War eine andere Frau von mir. Das klingt ja, als wärst du. Moment. Sag, dass es nicht wahr ist. Du hast sie getötet. Du hast es getan. Für mich. Du hast sie umgebracht aus Eifersucht. Meinetwegen bist du zur Mörderin geworden. Meinetwegen. Wenn du doch nur auf mir rumhackst, dann frage ich mich, warum du nicht mit Holger gefahren bist. Ich denke, du willst was wieder gut machen. Tut mir leid, aber ohne meine Frau bin ich hilflos. Das kriegen wir schon hin. Frack am Nachmittag, so weit ist es schon mit mir gekommen. So, es ist gut. Sind Sie jetzt mit mir zufrieden? Ja. Ach ja, richtig, die Nelke. Die ist nicht für Sie. Da haben Sie vollkommen recht, gnädige Frau. Ich finde es ja auch unpassend, Nelke zum Frack. Aber ich konnte mich nicht wehren. Sie wurde mir von Herrlich aufgenötigt. Sie trugen Herrlichs Nelke? Ja, es war seine. Sie werden mir doch nicht zutrauen, dass ich freiwillig mit einer weißen Nelke im Knopfloch herumlaufe. Das ist doch affig. Herrlich hat sie mir angesteckt wie einen Orden, sozusagen für Verdienste um die Musik. Wann war das?
In seiner Garderobe, kurz bevor ich runterging zu den Damen, als es dann passierte. Das ist es. Natürlich. Graf Teltow, ich bin jetzt sicher, der Anschlag hat nicht der armen jungen Frau gegolten, sondern Ihnen. Aber Sie waren gar nicht gemeint. Du bist die wundervollste Frau der Welt. Ich war ein Idiot. Mach dir keine Sorgen. Die tappen im Dunkeln. Können wir anfangen? Können wir anfangen? Ja, wir können anfangen. Achtung, los. Achtung, los. Achtung, los. Uzo? Danke, der Nächste. Danke, der Nächste. Danke, der Nächste. Professor Herrlich? Professor Herrlich? Verblüffend. Wie ein Ei dem anderen. Bis auf die Nelke. Das müssen Sie sich angucken, Bruder. Nochmal von vorn, bitte. Nochmal von vorn? Pardon? Danke. Sagen Sie mal, wie lange wollen Sie das Spielchen da noch treiben? So lange, bis wir wissen, wer eigentlich das Opfer sein sollte. Dann finden wir mit Sicherheit auch den Täter. Monika ist tot und Sie suchen immer noch ein Opfer. Das meinen Sie wohl doch nicht im Ernst. Doch, meinen wir ganz ernst. Und Sie, Herr Professor, sollten sich so langsam mit dem Gedanken vertraut machen, dass man vielleicht Sie gemeint haben könnte mit dem Kronleuchter. Mich? Ja, natürlich. Der Graf und Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Von oben, Herr Professor, selbstverständlich nur von oben. Aber da Sie dem Grafen auch noch Ihre Nelke verabreicht haben, musste der Täter glauben, er habe Sie unter dem Kronleuchter. Ist doch logisch, oder? Ist mir doch völlig wurscht, ob das logisch ist oder nicht. Meinetwegen ist es so, aber es ist trotzdem völlig absurd. Wer um Gottes Willen sollte mich umbringen wollen? Mich? Wer? Können Sie mir das sagen? Keine Ahnung. Aber vielleicht denken Sie noch einmal darüber nach. Mein Chef würde die Antwort bestimmt sehr interessieren. Meine Herrschaften, ich habe mir erlaubt, Ihnen eine kleine Erfrischung zu kredenzen. Nun erzählen Sie mal. Ja, also, ich habe ja an dem Abend die 1.000 Mark gekriegt. 1.000 Mark? Wofür? Damit ich nicht sage. Ich habe ja die kleine Sass nicht sofort wiedererkannt. Heute ist sie eine erwachsene Frau und auch nicht mehr die Jüngste. Aber die Sassnitzens, die erkennen sie immer wieder. Auch noch nach 40 Jahren. Ich verstehe jetzt nicht ganz, Erika. Friedrich von Teltow, Adjutant Blüchers in der Schlacht von Waterloo, leider gefallen, aber nicht in der Schlacht, sondern vom Pferd. Sturzbetrunken nach der Siegesfeier. Über die näheren Umstände redet man nicht gerne in der Familie. Konstantin von Teltow, versehentlich bei der Treibjagd erschossen. Und das soll niemand wissen, dass sie schon mal auf dem Gut gewesen ist, als armes Flüchtlingskind. Das sei ihr heute peinlich. Was ist denn daran peinlich? Ich traue mich das ja kaum zu sagen, aber manchmal denke ich, das hat was mit dem Kronleuchter zu tun. Ich weiß ja, dass es nicht recht ist, dass ich sowas denke. Aber die Kinder haben damit rumgespielt, sage ich Ihnen. Und die kleine Sassnitz vorneweg. Es ist ein Wunder, dass nicht schon damals was passiert ist. Und wann war das, als Sie sie getroffen haben? Vor oder nach dem Kronleuchter? Nachher. Meinen Sie, die hat was damit zu tun? Ich glaube schon. Aber erstmal müssen wir die Sassnitz finden. Na, da brauchen Sie nicht lange zu suchen. Die sitzt ja draußen im Auto. Karl Eduard von Teltow wurde leider nicht ganz standesgemäß vom Trecker überrollt. Chef, ich muss Sie sprechen. Es ist dringend. Später, Frau Möbius, später. Es ist aber sehr wichtig. Ich bin in einer Besprechung, das sehen Sie doch, Frau Möbius. Sprechen Sie mit Schubert oder Pohl. Eine eindrucksvolle Reihe von Unglücksfällen. Sie sagen es, Herr Hauptkommissar. Und jetzt fast noch der Kronleuchter. Was ist schon fast ein Kronleuchter angesichts einer solchen Tradition? Eine Petitesse. Das kann ich nicht verantworten. Da muss ich erst den Chef fragen. Der lässt sich nicht stören, den streift gerade der Mantel der Geschichte. Was meinen Sie, was er mit uns macht, wenn wir die Falsche verhaften?
dann streift uns was ganz anderes. Und was meinen Sie, macht er mit Ihnen, wenn Sie eine Tatverdächtige laufen lassen? Wenn ich mich irre, beschränke ich mich künftig wieder aufs Tippen. Ehrenwort. Das Risiko sollten wir eigentlich eingehen. Was, Pohl? Wir haben überhaupt keine rechtliche Grundlage, diese Frau festzunehmen. Da hat er recht. Feiglinge. Haben Ihre Mädchen irgendwas gebracht? Ja, haben sie. Sagen Sie, ist Ihre Frau eine geborene Gräfin von Sassnitz? Ja, warum? Seien Sie froh, dass Sie Ihre Ehe überlebt haben. Der Anschlag neulich galt Ihnen. Behalt mich mal im Auge, dass sie mir nichts tut. Was? Wer? Was wollen Sie? Wo ist mein Mann? Warum haben Sie es getan? Ich wollte sie nicht umbringen. Das weiß ich. Aber warum ihren Mann? Nur so blöd sein. Und was heißt hier tapfer? Tapfer wäre gewesen, wenn du stehen geblieben wärst. So, Chef, der Fall wäre gelöst. Wo ist meine Kassette? Sie wissen schon, die tibetanischen Mönche. Oh je, Stuart, die haben wir überspielt. Zeugenaussage. Chef! Herr Schubert, War nur ein Scherz. Um...